Deutsche Bank bezieht Stellung zu Braun Investments. Und Decount Amundi mit neuen ETFs. Diese und weitere Themen gleich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Green Finance TV. Die Deutsche Bank will ihr Engagement im Bereich des Kohleabbaus weltweit bis 2025 beenden. Sie will damit den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft weiter vorantreiben. Die Bank hat zudem die sogenannten Äquatorprinzipien unterzeichnet. Diese enthalten Vorgaben, nach denen alle Projekte der Bank entsprechend Umwelt- und Sozialstandards entwickelt werden müssen. Laut Vorstand Christian Sewing werde die Deutsche Bank damit ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. So werde das Ziel der EU unterstützt, bis 2050 CO2-neutral zu wirtschaften. Beide Maßnahmen sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen Bank, die im Mai diesen Jahres veröffentlicht wurde. Zwei der größten in Deutschland aktiven Asset Manager haben ihr Angebot an nachhaltigen Investments deutlich ausgebaut. Die Deka hat ihr Produktangebot im Bereich nachhaltigen Investments gleich um 5 ETFs erweitert. Sie decken die Anlageregionen Deutschland, Euroland, Europa, USA und Welt ab. Auch Amundi, Europas größter Vermögensverwalter, hat sein Angebot nachhaltiger Investments mit der Lancierung 3 neuer ETFs weiter ausgebaut. Alle 3 Fonds bilden die in Paris abgestimmten EU-Benchmarks ab. Die sogenannten Paris-Aligned Benchmarks, PAB, sollen helfen, das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Die Amundi-ETFs beziehen sich auf die Indizes Euro-iStoxx, MSCI Europe Climate, MSCI World Climate. Der Vermögensverwalter Candriam erweitert seine Online-Plattform für nachhaltiges Investieren. Zukünftig wird die Candriam Academy 8 statt 4 neue Lernmodule anbieten. Die Inhalte befassen sich zum Beispiel mit den Fragen, wie sich die Wirkung nachhaltiger Anlagen messen lässt oder wo sich nachhaltige Investmentstrategie erkennen und vergleichen lassen. Laut Tanja Bender will Candria mit der Academy wichtige Erkenntnisse liefern und einen klaren Kompass zur Orientierung bieten. Denn immer mehr Anleger fragen sich berechtigterweise, was nachhaltiges Investieren konkret im Anlageprozess bedeutet. So die Managerin von Candriam in Deutschland und Österreich. Von den neuen Programmen sollen vor allem Berater profitieren, die für ihre Kunden nachhaltig investieren möchten. Die Candriam Academy bietet jedoch grundsätzlich allen Interessierten einen freien und kostenlosen Zugang. Der Bundesverband öffentlicher Banken, VÖB, stärkt sein Engagement zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung der Finanzwirtschaft. Dafür unterstützt der Verband die Prinzipien der Vereinten Nationen für ein verantwortungsbewusstes Bankgeschäft, die sogenannten Principles for Responsible Banking. Die PRB zielen darauf ab, Nachhaltigkeit systematisch in allen Geschäftsbereichen und über reine Klimafragen hinaus zu integrieren. Wie Iris Bethge-Kraus vom VÖB betont, haben die öffentlichen Banken beim Thema Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle. Sie wollen daher ihr Engagement noch ausweiten und mit guten Praxisbeispielen vorangehen. Damit Sie beim Thema Green Finance immer auf dem neuesten Stand sind, abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.